Und bald geht's los mit den Pokalspielen. Ab jetzt werden alle Mannschaften versuchen aufzurücken, um sich zu qualifizieren. Blödes Regenwetter. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Wojcikowski bewegt den Ball. Beide Rangelei um den Ball. Tolle Flanke. Jawohl, abgefangen. Bender. Gündogan. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Der geht ins Aus, ins Tor aus, keine Gefahr, nur Abstoß. Müsste Abseits sein, ja. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sofort abgezogen und klare Entscheidung, Ecke. Was für eine merkwürdige Ecke, da ist noch wirklich nichts draus geworden. Und schon wieder Eckball. Dahinter und der Torwart, er ist da. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Mein Gott, was war das für eine Ecke? Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Marco Reus. Gutes Zweikampfverhalten, da hat es der Gegner wirklich schwer, an ihm vorbeizukommen. Crescito, ja, da kommt was auf uns zu. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Gündogan. Hulk. Wojcikowski. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sauber weggefaustet. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück.
Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Klasse erwischt, diesen Kopfball, Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Gut abgeblockt, die Flanke. Błażejkowski. Ja! Schöne Flanke, aber der Gegner passt auf. Balleroberung im Mittelfeld. Schuss und... Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Jetzt sieht er ab! Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Da kommt keiner mehr an. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Erstmal nur abgewehrt. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Sehr gute Flanke. Ja, da geht er auf Nummer sicher, greift zur Faustabwehr. Gefordert, denn es gibt Eckball. Die Ecke geht voll daneben. Guck mal hin! Dumm vorbei! Ja, da wird er sich natürlich ärgern. Das war in der Entstehung sensationell gemacht. Aber die Krönung, das, was am Ende zählt, das Tor. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Die Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an. Der zweite Durchgang läuft. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt hat sie die Chance. Den hat er super rausgeholt. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Meistens eine aussagekräftige Zahl, das Eckballverhältnis. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Kiel. Jetzt greift er ihn an. Hey! Oh, da ist noch alles drin. Gutes Abwehrverhalten, aber jetzt schießt er. Und, mein lieber Mann, das war ganz, ganz eng. Das
scheint mir eine große Liebe zu sein zwischen dieser Mannschaft und den Fans. Und ich kann diese Liebe nachvollziehen, denn die spielen richtig gut und natürlich geht die Atmosphäre da hoch, gehen die Fans mit. Müsste Abseits sein, ja. Hier sehen wir noch mal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Crescito. Aschavin am Ball. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Marco Reus. Kehl. Jetzt ins Tor. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Boah, da rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Keine andere Option für den Referee. Hey! Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Da möchte ich doch mal gerne die 100-Meter-Zeit wissen. Wie schnell denn? Definitiv zu schnell. Gündogan! Und diesen Kopfball, den musst du erstmal halten. Kehl. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Das ist ja gar nichts. Super Flanke! Sie holen jetzt hier einen Eckball nach dem anderen raus. Irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Und mit dem Kopf hat das gemacht. Hier gibt es einen Eckball nach dem anderen. Den hat er soeben klären können. Die Abwehr steht goldrichtig. Jetzt gar nicht, er rutscht einfach weg. Ja, das sind schwierige Bedingungen, das ist pitchnass hier und von daher dieser Rutscher. Hummels, Marco Reus. Gündogan. Gute Übersicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Schmelzer. Sich eine Chance entwickeln. Und der Torwart ist natürlich auch noch da. Und an ihm kommt heute keiner vorbei. Kehl. Den muss er jetzt nur noch einbringen. Ja, das muss Abstoß geben. Bitte attackiert. Gefährliche Flanke. Sehen, wenn jetzt noch mal ein zusätzlicher Angreifer kommt. Nein, er bringt einen Verteidiger. Das nennt man dann wohl Beton anrühren, was dann passiert. Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da eins ausgespielt hat. Großkreuz. Lewandowski.
eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Lewandowski. Sekunden gelegt und drin war das Ding. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlitzt. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Schmelzer. Nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Oh, da freut sich das Auge. Was für ein Pass. Das wird gefährlich. Abseitsentscheidung korrekt. Schon wieder lässt der Keeper sich einen haltbaren reinmachen. Ja, das nimmt kein Ende in diesem Spiel heute hier. Ein Torhüter kann ja mal Spiele gewinnen. Er verliert das heute. Das ist mal wieder ein Kopfball aus dem Lehrbuch. Timing stimmt, Wucht stimmt. Tor ist es. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Großkreuz. Lewandowski. Marco Reus. Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Achavi Namba. Hulk. Gefühl, da nicht mehr im Keller zu stehen. Und mit was für einem grandiosen Spiel sie sich hier gerettet haben. Wahnsinn. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.